Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Heute mal mit einem etwas anderen Thema. Ich bin zurück aus Kopenhagen von der Nordic First Aid. Die Nordic First Aid war der erste mehr oder weniger internationale Kongress von, mit und über Erste-Hilfe-Ausbilder überhaupt, zumindest hier in Europa. Einer der entscheidenden Punkte auf Nordic First Aid, eins der großen Themen, wenn man so will, war das Thema Behandlung von kritischen Blutungen und stark blutenden Wunden in allen Spielen und Gangarten. Das Thema ist alles auch nicht neu. Das ist ein Kongress gewesen mit mehr als 550 Teilnehmern aus ganz Europa. Also wirklich aus Dänemark, Schweden, Norwegen ist klar, Nachbarländer. Es waren welche aus Polen da, es waren welche aus Portugal da, es waren welche, es waren Briten dabei, es waren, wer war denn noch? Spanier, Italiener, Franzosen, der Chef vom International Committee of Red Cross. Also es war wirklich eine super interessante Veranstaltung. Es war aber nicht nur Kongress, es waren auch Workshops. Und die waren wirklich, wirklich Weltklasse. Also ich habe unfassbar viele Ideen für meine Kurse, für verschiedene Trainings und so weiter und so fort mitgenommen. Bei Seth Hendricks von Fireware aus Holland gab es einen Workshop über Simulation, gerade in Richtung Feuerwehr, gerade in Richtung Erste-Hilfe-Training, mit wirklich brillanten Ideen für schmales Geld wirklich Weltklasse-Effekte hinzukriegen. Das war wirklich jeden einzelnen Cent wert. Ich bin nicht alleine da gewesen, ich bin mit meinen Mädels, also sprich mit meiner Frau und mit meinen beiden Töchtern da gewesen. Und meine Regierung hat entschieden, dass wir definitiv wiederkommen. Das ist übrigens auch meine Meinung, so ganz nebenbei. Und also ich werde da auf jeden Fall wieder hinfahren. Das, was mich bei der Nummer allerdings sehr, sehr nachdenklich stimmt, gerade da Dänemark eins der Nachbarländer von Deutschland ist, das, was mich bei der Nummer sehr, sehr nachdenklich stimmt, wie gesagt, 550 Teilnehmer von pretty much everywhere. Ich war, wenn ich das richtig verstanden habe, der einzige deutsche Teilnehmer. Und das finde ich ein riesengroßes Armutszeugnis. Das Thema, wie kritische Blutungen denn nun gestoppt werden, das ist ja nun auch nicht neu. Ich fand die eine Folie von dem Chef vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes so klasse. Und zwar haben die das Thema stark blutende Wunden seit 2013 oder 2015. Auf jeden Fall, sie haben schon länger in ihren Guidelines. Die einzigen, die sich stoisch wehren und weigern, das umzusetzen, das sind die Deutschen. Die Deutschen und die Österreicher. Aus meiner Sicht eine völlig untragbare Nummer. Erwartet hätte ich bei der Veranstaltung irgendjemanden von den Johannitern, vom Roten Kreuz, so oder so, vom Arbeiter-Samariter-Bund, von der Johanniter-Unfallhilfe. Es war nicht ein einziger von denen da. No one. Was ich persönlich ein echtes, riesengroßes Armutszeugnis finde. Okay, umso mehr Kontakte habe ich geknüpft. Ich habe Kontakte mit Schweden, mit denen, mit Norwegern, mit Briten. Das Thema kritische Blutung ist der Treibsatz, der mich morgens aus dem Bett wuchtet. Für die, die es nicht wissen, ich habe in einer Einsatzstelle bei einem Massenanfall Verletzter, allein in der einen Einsatzstelle, wenn ich es recht erinnere, 4 Leute gesehen, 4 Leute erlebt, die in der Einsatzstelle verblutet waren, bevor Hilfe überhaupt ankommen konnte. Und das ist halt der hauptkritische Punkt. Die Idee, die Rettungswagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge mit Tourniquets und Traumabandagen auszurüsten, ist wirklich eine witzige. Aber es ist der falsche Punkt. Das Ding ist, dass beim normalen Verkehrsunfall, diese entsprechenden Sachen viel zu spät tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann gebracht werden. In Großbritannien haben sie herausgefunden, dass über 80% der Leute bei einem Verkehrsunfall
die bei einem Verkehrsunfall sterben, daran sterben, dass sie verbluten, bevor der Rettungsdienst überhaupt die Chance hat, da zu sein. Das liegt nicht dran, dass es zu wenig Ambulanzen gibt oder zu wenig Rettungsmittel gibt. Das liegt schlicht und ergreifend dran, dass sich das Thema innerhalb von maximal 2 bis allermaximalst 5 Minuten komplett ein für alle Mal und für immer erledigt hat. Und in 5 Minuten von dem eigentlichen Geschehen bis zum Eintreffen des Rettungsmittels an der Einsatzstelle, 5 Minuten, Leute, wenn wir mal ehrlich sind, so schnell ist kein Rettungsmittel. Geht gar nicht. Wie auch. Das heißt, das, wo wir dieses Wissen hinbringen müssen, und das haben wir vor über 30 Jahren in der ersten Hilfeausbildung gehabt. Ich könnte spucken. Wir haben es drin gehabt, wir haben es rausgeschmissen. Da sterben Extremitäten ab. Und inzwischen ist halt nachgewiesen, dass das echt absoluter Blödsinn ist. Da sterben, wie praktisch. Jetzt sind über 30 Jahre nicht die Extremitäten dran abgestorben, sondern die Menschen da dran. Großartige Idee. Super. Prima. Bin ich eigentlich der Einzige, der das so scheiße findet oder was? Und wie gesagt, also die Behandlung bzw. die Versorgung stark blutender Wunden in allen Spielen und Gangarten war einer der Hauptpunkte aus dieser Konferenz. In Skandinavien wird man dazu übergehen, überall in der Öffentlichkeit, wo die AEDs hängen, will man zusehen, dass man da auch sogenannte Trauma-Kits platziert. Das sind so rote Taschen, sind so groß, können auch größer sein, können auch ein paar mehr davon irgendwie in so einem Rucksack sein, je nach Örtlichkeit. Und da drin befindet sich Material, mit dem man stark blutende Wunden versorgen kann. Da sind Traumabandagen drin, da sind Abbindesysteme drin, sind Handschuhe drin, es ist eine Kleiderschere drin. Wirklich nichts Spezielles. Das ist kein Hexenwerk. Irgendwann habe ich schon mal gesagt, um ein Menschenleben zu retten, muss man nicht zwanghaft Medizin studiert haben. Eine vernünftig ausgebildete Erste Hilfe und eine vernünftig angewendete Erste Hilfe. Und ich rede hier von Basismaßnahmen der Ersten Hilfe. Ich rede hier nicht von irgendwelchen fortgeschrittenen Maßnahmen. Eine Blutung zu stoppen ist keine fortgeschrittene Maßnahme. Das ist gelogen. Das ist falsch. That's absolutely bullshit, people. Können wir jetzt also aufhören mit dem Mist? Geht das? Ich danke. Wir müssen dieses Wissen tatsächlich an die Erste-Hilfe-Anwender, an die Anwender, nicht den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst erscheint zu spät in dem Szenario. Nach 2 bis maximal 5 Minuten haben sich alle Probleme für unser Verkehrs- oder was auch immer Unfallopfer ein für alle Mal erledigt. Schluss aus Feierabend. Finito la musica passata la festa, sozusagen. Davon müssen wir wegkommen. Nächstes Jahr wird es also wieder die Nordic First Aid geben, so viel ist schon mal sicher. Es wird auch demnächst bekannt gegeben, wann der Termin im nächsten Jahr dazu ist. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Und ich erwarte, da irgendjemanden der hohen Herrschaften, der Scheinheiligkeiten von den etablierten Organisationen zu sehen. Das ist ein derartiges, riesengroßes Armutszeugnis, wie es größer überhaupt nicht geht. Meine Damen und Herren, verteilt dieses Video. Ich habe die Erwartung, da nächstes Jahr 1 oder 2 mehr Deutsche vorfinden zu können. Denn das Thema geht uns letzten Endes alle an. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass diese Trauma-Kits, wie man eine kritische Blutung stoppt, in den nächsten 2 Jahren tatsächlich in Skandinavien oder zumindest in Dänemark an so ziemlich allen Bahnhöfen und Flughäfen, überall da, wo die AEDs hängen, tatsächlich implementiert werden. Davon gehe ich aus. Die meint's ernst. Die meint's brüllend ernst. Und das ist etwas, was uns hier sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde und könnte. So, Kinders, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, verteilt das Video, das ist kein Witz oder so. Video verteilen, yalla, hü. Das Stoppen kritischer Blutung geht uns alle an, spätestens in dem Moment, wo euer Familienangehöriger am Boden liegt, weil er sich irgendwie ins Bein gesägt hat, ins Bein geschnitten hat, in den Arm geschnitten hat oder was auch immer. Spätestens dann wird dieser Punkt nämlich wirklich relevant für euch.